Seit Ende 2022 sind die Märkte getrieben von KI, KI, KI. Und jetzt beginnt offenkundig ein KI-Krieg, nämlich der zwischen Elon Musk und seinen Firmen und Apple. Denn Apple hat gestern versucht, ein bisschen nachzuziehen in Sachen KI. Nachdem man da ja irgendwie nicht so richtig auf dem schnellen Dampfer unterwegs war, hat man gestern versucht nachzuziehen bei seiner Konferenz und will etwas tun, was Elon, nämlich den Musk von Tesla, von SpaceX und von X, ehemals Twitter, was der offenkundig nicht so gut findet. Warum findet der Mann das nicht so gut? Da hat er, glaube ich, ganz gute und handfeste Gründe. Schauen wir uns die Gemengelage mal an. An einem Handelstag vor dem morgigen Super Wednesday, dem Super Mittwoch mit den Inflationsdaten und der FED, die Umsätze an der Börse verschwindend gering. Aber wie gesagt, schauen wir mal, nein, was ist da passiert? Und hier sagt der Elon, also es ist schon ziemlich absurd, dass Apple nicht smart genug ist, seine eigenen KI-Anwendungen zu schöpfen und deswegen sich an OpenAI wendet, die Firma, die wir alle kennen, um praktisch die Privatheit, Security, also sozusagen Datenschutz zu gewährleisten. Apple hat keine Ahnung, was sie da tun. Sie liefern euch, also euch Kunden aus und ihr seid sozusagen verraten und verkauft, weil eure Daten praktisch verarbeitet werden, weil mit euren Daten Dinge passieren, die ihr gar nicht einsehen und wissen könnt und dementsprechend ist eine heftige Kritik. Apple Intelligence, so nennt sich ja das neue Produkt, ist Creepy Spyware, also ist sozusagen Spionage. Software könnte man sagen. Gestern hat ja Tim Cook noch gesagt, es ist powerful, es ist private, es ist personal und alles ist in deine Apps integriert und so weiter und so fort. Jetzt hat der Elono gesagt, na, also bei mir nicht, auf meinen Devices, da kann man dran denken an Twitter, eben X, man kann denken an die Teslas, keine Ahnung, was er damit alles meint. Jedenfalls soll da Apple nicht laufen, wenn eben Tim Cook das nicht rückgängig macht. Das sieht nach einem interessanten Krieg aus und natürlich ist es ja auch so, dass OpenAI eigentlich eine Firma war, die gemeinnützig sein sollte. Dann aber haben sich die Kommerziellen unter Mr. Altman vor allem durchgesetzt. Ein Verkäufer vor dem Herrn, der wahrscheinlich von KI selber gar nicht so viel Ahnung hat, aber eben ein guter Verkäufer ist, wie Jason Wang von Nvidia, wie sie alle heißen. However, jetzt ist auf jeden Fall OpenAI nicht mehr so fürchterlich gemeinnützig und ist jetzt nicht nur eben eng verbunden mit Microsoft, die da ja nicht unerheblich in OpenAI investiert haben, sondern geht jetzt auch ins Bett sozusagen mit Apple. Und wie das Ganze funktionieren soll, wie da die Interessenskonflikte sich auswirken, das ist wirklich eine interessante Frage, denke ich. Jedenfalls sehen wir das nach dieser Entwicklerkonferenz oder dieser Apple-Konferenz, die Aktie doch deutlich gefallen ist, nach den massiven Anstiegen, die eben letztendlich in Vorfreude auf diese Konferenz, in Vorfreude auf KI, oh, Apple wird auch was mit KI machen, aber wie Bloomberg hier titelt, es fehlt der Wow-Faktor und dem asiatischen Handel sind schon die Apple-Zulieferfirmen dann auch unter Druck gekommen, also nicht nur Apple. Und insgesamt sehen wir die California gestern 1,9% im Minus. Das ist die schlechteste Performance seit 2010 an einem solchen WWDC, also diesem Apple-Event, das ja jedes Mal im Juni stattfindet. Also schlechtestes oder schlechteste Performance der Aktie seit 2010, viertschlechteste seit es das iPhone gibt. Und wenn wir in Sachen iPhone, Apple und so weiter schon sprechen, Nvidia, dann sehen wir jetzt mal, dass die fünf größten Firmen insgesamt 27% an Marktkapitalisierung des S&P 500 haben. Wir haben ja mal so in den 70er, 80er Jahren auch eine relativ hohe Konzentration gehabt. Damals waren es Ölwerte, Ölaktien, eben in Gefolge der damaligen Ölkrise. Da war natürlich dieses Gut knapp, deswegen waren die Ölfirmen sehr werthaltig. Das hat dann deutlich abgenommen und geht jetzt auf ungeahnte Höhen, auch weil eben Semiconductor-Aktien, also Halbleiter-Aktien jetzt in Relation zum S&P 500
so hoch stehen wie seit 1998 nicht mehr. Und das Interessante ist, dass diese großen Aktien, wenn wir jetzt nochmal zu den 10 größten im S&P 500 zurückkehren, eine Marktgewichtung haben oder Marktkapitalisierung innerhalb des S&P von 35,4%, aber eigentlich mit ihren Gewinnen, Earnings, nur 27,0% beitragen. Das zeigt schon, die sind ein bisschen teuer, respektive es ist da sehr viel Hoffnung eingepreist, dass diese ganze KI-Geschichte wirklich auch funktioniert. Und ich hoffe, Sie können das erkennen. Hier mal eine Grafik von Sven Henrik, der zeigt, dass wir es übergeordnet eigentlich überhaupt nicht mit einem Bullenmarkt zu tun haben. Seit dieser Rallye, seit Oktober 2023, der Index geht weiter nach oben. Allzeithochs, auch gestern wieder. Aber hier sehen wir mal das Verhältnis zwischen Aktien, die neue Hochs erreichen aus dem S&P 500 und die auf neue Tiefs fallen. Und wir sehen, das sind immer weniger, die auf neue Hochs gestiegen sind. Wir sehen also eine massive Diskrepanz. Wir haben eine Rallye von ganz wenigen Aktien mithin, also von Nvidia und Co. und der Rest nicht so wirklich in Rallye-Modus. Da ist das sogar eher eine Bässe. Wird sich das ändern? Was sind die Konsequenzen? Werden die anderen nachziehen? Das ist möglich. Oder signalisieren die anderen Aktien, dass da etwas grundsätzlich faul ist? Das wird sich zeigen. Faul scheint die Situation eben auch bei den Regionalbanken in den USA wieder zu werden. Wir haben gestern schon schwache Kurse. Wie sie alle heißen, sie kennen teilweise die Namen, teilweise nicht. Jedenfalls gab es da wieder ein ziemliches Massaker. Dann First Commonwealth Financial Corp. aus Pennsylvania abgestürzt, 15%. Erstmal großes Rätselraten. Ja, was ist denn da passiert? Regionalbanken jetzt so tief wie seit April nicht mehr, sind wieder deutlich zurückgekommen. Also da scheint sich etwas zu tun. Und was tut sich? Ja, Moody's ist wieder aktiv und sagt, wir drohen da mal 130 Regionalbanken mit einer Abstufung. Nämlich diejenigen mit einer Marktkapitalisierung zwischen 10 und 100 Milliarden Dollar wegen ihrem Commercial Real Estate Exposure, also wegen ihren Investitionen in diesen Gewerbeimmobiliensektor. Severe Financial Instability. So Moody's und diese Instability eben ist eben auch gekoppelt an diese Gewerbeimmobilien. Und hier sehen wir mal, gestern ist zum Beispiel ein New York Office Building in der 44. Straße für weniger als 50 Millionen verkauft worden. 2018, also vor 6 Jahren, war das noch ein bisschen teurer, 67%. Das zeigt so ein bisschen plastisch, was da der Fall ist. Wir haben also fallende Immobilienpreise, das ist für die Banken ein Riesenproblem, weil die Eigentümer dieser Gewerbeimmobilien meistens ja Kredite bei diesen Regionalbanken haben. Jetzt wird aber die Sicherheit weniger wert, nämlich das Gebilde, das Gebäude, das Gewerbeimmobilie, die wird weniger wert. Also müsste eigentlich die Bank weitere Sicherheiten einfordern. Das können die aber nicht. Das heißt, das ist eine ungute Situation von allen Seiten. Mal sehen, ob heute die Abstufung kommt. Insgesamt, ich hatte es eingangs erwähnt, wenig Volumen an der Wall Street. Wir haben jetzt zum Beispiel gestern den viertgeringsten Volumentag des Jahres gesehen beim S&P 500. Drei der letzten 4 schwächsten Handelstage waren in der letzten Woche. Alle vier dieser schwachen Handelstage, also volumenschwachen Handelstage, waren in den letzten 3 Wochen. Gestern, hier sehen wir es, beim SBY mal gerade 35,6 Millionen Kontrakte gehandelt, davor 43, dann 30,8, also das sind Zahlen, die sind so grottig schlecht, da passiert überhaupt nichts in Sachen Umsatz. Und das, obwohl wir jetzt so in der Endphase der Zeit sind, wo die Unternehmen noch Buybacks machen können, also eigene Aktien zurückkaufen können. 20% sind jetzt schon in der Blackout Period, dürfen also nicht mehr. Die Hälfte wird dann am 14., also Ende der Woche, praktisch schon nicht mehr in der Lage sein, eigene Aktien zu kaufen. Und wir sehen hier Cap Weight und Equal Weight. Also es sind vor allem natürlich die Großen, die wieder von diesen Aktienrückkäufen profitieren. So wie Apple, die ja eben massiv Aktien gekauft haben oder angekündigt haben, das zu tun, um so ein bisschen zu entschädigen für die eigene Fantasielosigkeit, für die eigene Innovationsunfähigkeit. So könnte man vermuten, wenn wir allgemein zu den Märkten kommen, meine Damen und Herren. Dann hat eigentlich die ansonsten recht bullische Bank of America jetzt konstatiert, also wir haben zwar neue Allzeithochs, aber
Die Advanced Decline Linie, das Put-Call-Ratio, die High-Yield-Bonds, auch die Corporate-Spreads, also die Renditedifferenzen zwischen Unternehmensanleihen und Staatsanleihen, all das wird nicht bestätigt oder wird von diesen Marktsegmenten nicht bestätigt. Normalerweise bestätigen die eben neue Allzeithochs. Das gäbe ein gewisses Risiko für die Aktien so, oder für die Indizes, so sagt es die Bank of America. Und das Interessante ist eigentlich derzeit, wir haben ja jetzt gesehen, dass die Margen sich wieder verbessern. Das ist hier dieses helle, dieses blau gestrichelte. Das sind die Umsätze. Wir sehen, das Umsatzwachstum ist geringer geworden, aber die Margen sind besser geworden. Jetzt ist das große Rätsel, warum? Weil normalerweise ja wir gesehen haben, dass zum Beispiel Rohstoffe teurer geworden sind. Das heißt, die Einkaufskosten dürfen sich nicht wahnsinnig verbilligt haben. Wie haben die Unternehmen es geschafft, die Margen zu verbessern? Das ist so eins der großen Rätsel, durch Stellenabbau vielleicht eine Möglichkeit. Wir werden bald eine Antwort auf diese Frage finden, sehen, aber wenn wir uns die Indizes mal anschauen, Nasdaq auf Wochenbasis, da kann noch ein bisschen was kommen. Auf der Oberseite, bis wir an der Trendlinie sind, negative Divergenzen oben im RSI und der Dollar ja mit diesem imposanten Ausbruch aus seinem Abwärtstrend, gestern dann mit so einer Hammerkerze, mal sehen, wie sich das entwickelt. Durchaus möglich, dass der Dollar nochmal zurückschnappt zu diesem Ausbruchsniveau, zu dieser fallenden Trendlinie, um dann wieder nach oben zu gehen. Und das, obwohl, wie jetzt neue Zahlen zeigen, im Mai das US oder der US-Staat 324 Milliarden Dollar eingenommen hat. Das einzige Problem ist, dass man gleichzeitig im Mai 672 Milliarden Dollar ausgegeben hat, womit das Defizit größer ist als die Einnahmen, nämlich 348. Insgesamt ja Government Spending 44% der Wirtschaft. Und das CBOE sagt, also wir werden jetzt wahrscheinlich unsere Defizitprognose noch deutlich nach oben schaukeln müssen und nach oben schrauben müssen. All das zeigt diese desolate Situation, dieses Schuldenmachen, wie da die Renditen nachhaltig fallen sollen, wenn so viel Angebot auf dem Markt ist an Anleihen, ist nicht ganz klar. Das gilt auch für vor allem China, dort ja die Staatsverschuldung moderat, aber die staatlichen Firmen praktisch, also Staat, sind extrem hoch verschuldet und vor allem die Immobilienfirmen sind hoch verschuldet. Jetzt wird die Firma Dexin liquidated und Country Garden muss sich jetzt eben auch verantworten vor einem Hongkonger Gericht. Wir sehen heute schwächere Märkte in China, bessere in Japan. Chinese Stocks Fall amid Fragile Investor Mood. Horst ist da und warum? Weil wir relativ geringe Ausgaben gesehen haben jetzt bei den kürzlichen Feiertagen, was das Travel Spending betrifft, also die Ausgaben und eben dieser Property-Sektor, der Immobiliensektor, der macht nach wie vor Schwierigkeiten. Ich hatte gestern ja mich geäußert zu dem, was da gestern oder was bei der Wahl in Europa passiert ist und ich will vielleicht eins noch ergänzen. Diese Spannungen und Spaltungen innerhalb der Gesellschaft werden eben durch solche Aussagen wie von SPD-Generalsekretär Klingbeil deutlich geschürt. Das ist eine eskalierende Sprache. Wenn man die AfD als Nazis bezeichnet, insgesamt, dann vergleicht man sie oder setzt sie eins mit faktischen Massenmördern. Das ist also auch eine Relativierung, wenn man so will, wenn man es mal weiterdenkt, eben der Verbrechen der Nazis. Bisher ist nicht bekannt, dass Mitglieder der AfD solche Dinge bisher getan hätten. Also man sollte da mal die Kirche im Dorf lassen. Wir werden sonst immer weiter uns spalten, immer weiter auseinanderdriften, sodass dann keine Kommunikation mehr möglich ist. Und wir sollten miteinander sprechen, denn so schlimm sind die Interessensgegensätze nicht, als dass man nicht mehr miteinander sprechen könnte. Wir sollten den Dialog suchen und eben nicht mit solchen Vergleichen solche Keulen auspacken, die letztendlich auch der Sache nach nicht angemessen sind, zumal wir eben jetzt die Situation haben, dass in keinem einzigen der 400 Kreise in Deutschland die Ampel noch eine Mehrheit hat, wie die Zeit hier heute
bringen wird. Also das heißt, diese Regierung ist faktisch am Ende und jetzt sollte man sich eben politisch auseinandersetzen und nicht mit solchen moralischen Keulen dagegen schießen. Meine Damen und Herren, abschließend noch ein paar Empfehlungen. Hier nochmal genau. Was will der Elöne, also der Musk, was alles bietet Apple in seiner wunderbaren KI-Plattform? Es sind ja lauter Wunder, die da passieren. Ich bin immer wieder, Wunder, KI, das nächste KI-Wunder, es ist eine solche Wunder. Ich bin wirklich immer fasziniert. Heute wieder ein neues Wunder, morgen das nächste Wunder, gell? Und dann das übernächste Wunder. Ein Wunder nach am anderen. Welche Wunder können Sie hier lesen? Bitte gerne teilen. Die Artikel, zweite Empfehlung. JP Morgan warnt vor einem Schock für den ruhigen Aktienmarkt. Ernstzunehmende Warnung oder Kontraindikator? Auch das gerne bitte teilen über Social Media. Und hier nochmal der Hinweis. Gestern hatte ich schon darauf hingewiesen, das war der erste Teil, Bulle gegen Bär mit Mario Lochner und meiner Wenigkeit, werde ich unter dem Video nochmal verlinken, denn heute, sehr wahrscheinlich heute, kommt der zweite Teil auf dem YouTube-Kanal von Finanzmarktwelt, wird das zur Darstellung kommen, da geht es dann um solche Dinge wie Wahlen in den USA, Trump, was bedeutet Trump, China, sozusagen das Big Picture wird da besprochen in diesem zweiten Teil, der erste hier nochmal verlinkt Ihnen. Jetzt wünsche ich das Allerbeste und sage Servus, ciao.